Hi und herzlich willkommen zu meinem YouTube-Channel. Ich habe mit euch Großes vor. Und zwar möchte ich diese Büroklammer gegen ein Haus tauschen. Ihr sagt, es ist unmöglich. Ich sage, ich gebe nicht auf, bis ich es geschafft habe. Es gibt einen Mann, der hat es geschafft. Er hieß Kyle McDonald. Und das wollen wir ihm nachmachen. Und wenn wir es schaffen, ein Haus oder einen ähnlich wertigen Gegenstand, werdet ihr gemeinsam mit mir abstimmen, für welchen guten Zweck wir das Geld spenden wollen. Los geht's. Es ist übrigens mein allererstes YouTube-Video, deswegen gebt mir gerne Feedback. Sagt Bescheid, ob es euch gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, macht einen Daumen hoch. Wenn ihr sagt, es ist gut, macht einen Daumen runter oder gebt mir Tipps. Ich bin für alles offen. Und ich würde sagen, wir legen jetzt los. Wir sind fast in der Innenstadt hier an der Brücke und let's go. Und kennst du die Challenge? Cool. Hast du etwas, was du gerne gegen diese Büroklammer eintauschen würdest, was einen höheren Wert hat als diese Büroklammer? Leider nicht. Ich habe eine Tempo-Packung dabei. Ist eine Tempo-Packung? Ich glaube, die ist weniger, weil es bringt die gar nicht weniger. Eigentlich nicht, ne? Ist sie noch wenigstens ganz? Cool. Ja. Dann würde ich sagen, machen wir den ersten offiziellen Tausch. Du bist derjenige, der die tatsächliche Büroklammer erhalten hat, die erste. Und danke für dein Mitmachen. Gerne. Alles Gute. Danke. Ciao. Hi, darf ich euch kurz was fragen? Die Frage ist, hast du etwas, also ich habe jetzt die Klammer gegen die Tempopackung tauschen können. Hast du etwas dabei, was ein bisschen mehr wert ist als diese Tempopackung, was ihr tauschen könntet? Das Baby wird dich auch nehmen, direkt zwei. Und Gott, das ist wie süß. Ey, doch, Milch ist mehr wert. Aber einer, die zu ist vielleicht? Ist aber die braucht nicht. Ein Stift oder irgendwie, was gibt's noch, so was man vielleicht dabei hat? Der Kulischreiber war, ne? Irgendwas, wirklich. Also ich glaube, es ist sehr einfach, einen höheren Wert als der Tempopackung einzutauschen. Also ich glaube, da zieht fast alles. Die Arme, die waren. Ah, super. Bitte schön und danke schön. Das ist schon mal ein Erfolg und wir schauen jetzt weiter. Danke schön, ciao. Die Frage ist, habt ihr etwas, was mehr wert ist als dieser Kuli, was ihr mir anbieten könntet? Es darf alles sein. Es darf, ich weiß nicht, ob ein Feuerzeug mehr wert ist. Bei Euro ich habe mir 10er gegeben, mein 10 Feuerzeug war das. Hast du was? Ich habe ein Feuer. Ich habe ein Kartenring-Geschenkfeuer. Boah, cool. Ich denke, das ist auf jeden Fall mehr wert als dieser Kollege. Was? Kannst du auch mal. Ich habe jetzt kein Bedürfnis. Kein Bedürfnis. Ja, das ist ja auch besser. Dann kannst du zwei Sachen tauschen. Okay, cool. Dann nehmen wir das gerne so an. Danke, Jungs. Und dann schauen wir, ob wir jetzt diese beiden Gegenstände weitertauschen können. Vielen Dank. Ach, ja. Ich mag nur
gar nichts. Nicht. Tempo ist weniger. Es ist doch, Tempo ist weniger. Tempo haben wir ersetzt. Ein Auto, aber. Ein Auto! Ein sehr schneller Aufstieg auf jeden Fall. Da hätten wir es in einem Tag. Es ist total leicht. Das kommt bestimmt gleich auch noch für andere Leute. Danke. Ciao, ciao. Entschuldigung. Hi, darf ich Sie fragen? Was denn? Ja, was wollen Sie jetzt mit mir tauschen? Also, wir haben diese zwei Gegenstände aktuell. Ja. Das heißt, wenn Sie etwas haben, was mehr wert ist als diese zwei Gegenstände, alles ist erlaubt, auch Geld ist erlaubt, alles. Hauptsache, es ist ein bisschen mehr wert als diese zwei Gegenstände. Sie dürfen gerne auch in Ihrer Handtasche einfach mal fühlen. Es darf alles sein. Es darf auch eine Packen Milch sein. Ja, toll. So mit dir. Ach Gott, nein. So wow. Ich wünsche dir ganz viel Glück. Muss ich hier was machen? Sie schafft das noch. Danke. Vielen Dank. Hi Mädel. Darf ich euch kurz anquatschen? Ja. Und zwar... Und jetzt haben wir es innerhalb von einer halben Stunde von einer Büroklammer bis zu einem 5-Euro-Schein. Habt ihr was? Kann eine Handyhülle, irgendwas, 50 Cent? Ja, könnt ihr auch 50 Cent. Ja, genau, dann sind es schon mal 5,50 Euro. Okay. Cool, super. Super. Danke fürs Supporten. Danke, dass du es mitmachst. Ciao. Hi. Also ich habe leider nur Sachen dabei, die... Mein Handy kann ich leider schlecht. Nee, trotzdem danke schön. Aber ohne Aktion. Super. Danke. Ciao. Gehen wir mehr in die Stadt rein. Da ist etwas mehr los heute, haben wir gemerkt. Ja, klar. Was? Und zwar kennen Sie Kai McDonald? Wir haben heute Morgen, beziehungsweise vor ein, zwei Stunden eigentlich erst, mit einer Büroklammer angefangen und haben jetzt 5,50 Euro. Nee, ich habe eigentlich nur Plastik dabei. Ich habe Plastikgeld. Ja. Mein Autoschlüssel kann ich Ihnen leider nicht geben. Okay. Leid mir tut, aber viel Glück weiterhin. Trotzdem vielen lieben Dank. Danke. Okay, trotzdem, danke schön. Ciao. Und zwar, ich mache eine Challenge für einen guten Zweck. Okay, wir merken, es wird jetzt etwas schwieriger. Wir haben jetzt ein paar Absagen hintereinander gekriegt. Aber wir geben natürlich nicht auf, wir machen weiter und schauen, wen wir noch kriegen können. Wir sind immer noch bei 5,50 €. Thank you. Ja, ihr fragt mich, worum geht es, ne? Ja. Tauschen könnte. Habe eine Puls, habe dran getan. Irgendwas, es spielt keine Rolle. Was kommt, doch ist es ein bisschen mehr wert. Dann nicht. Weil alles, was ich noch dabei habe, brauche ich noch. Ja. Jeder Schritt ist Gold wert. Oh. Schaut mal, es kommen 2 Euro, das heißt wir tauschen quasi 5,50 Euro gegen 7,50 Euro. Damit offiziell, Dankeschön. Oh, nein. Oh. Nein, wir tauschen gegen 8,60 Euro. Mädels, oh Gott, seid ihr sicher? Nein, ich weiß nicht wie viel genau, aber wir zählen sie gleich. Okay, also die Mädels haben uns einfach beide was gespendet. Also wir sind bei 5, 6, 7, 8. Tatsächlich, wir sind bei 9 Euro. Ich bin so stolz auf uns. Wir haben vor 2 Stunden mit einer Büroklammer angefangen. Wir schauen jetzt noch ein bisschen weiter und ja, bleibt dran. Wir haben gesagt, wir gehen jetzt in die Nähe vom Wasserturm, weil hier
chillen die Leute eher, bewundern das Wasser. Wie wir hier sehen, wird das renoviert, deswegen ist hier, glaube ich, nicht so viel zu bewundern. Aber trotzdem haben wir die Hoffnung, dass die Leute hier entspannter sind und vielleicht eher die Zeit haben, sich unserer Challenge zu widmen. Ja. Der hat es geschafft, eine Büroklammer so lange hochzutauschen, dass er irgendwann ein Haus gehabt hat. Ja. Wir haben angefangen mit einer Büroklammer vor 2 Stunden und wir sind jetzt bei 9 Euro, haben wir, glaube ich, gezählt. Ja. Ne? Bei 9 Euro. Ja. Jetzt ist die Frage an Sie: Haben Sie irgendwas dabei, was mehr wert ist als 9 Euro, was Sie mit uns tauschen könnten? Ich muss überlegen. Jetzt muss ich das nachschauen. Einmal Inventar. Ja, richtig. Inventur. Richtig. Nein, das ist schon mal nicht. Machen wir aber 10 Euro dabei. Ah! Dankeschön. Ist einfach. Nee, machen wir 10 Euro dabei. Nein. Ja, ihr wollt ja gucken, was ihr bekommt. Also. Oh mein Gott. Ja. Wahnsinn. Alles gut für Sie. Gerade 10 Euro dazu bekommen haben. Das heißt, wir haben 9 Euro gegen 19 Euro ertauscht und das ist ein riesen Katapult nach oben, würde ich sagen. Ein riesen Schritt. Wir freuen uns mega. Okay. Und jetzt haben wir 19 Euro. Okay. Jetzt ist die Frage, haben Sie irgendwas dabei? Nee, leider nicht. Seit ich verheiratet bin. Vielen lieben Dank. Ja, danke, super. Dankeschön. Ich bin gespannt. Kurz antworten, ja, klar. Hochzutauschen, bis irgendwann bestenfalls ein Auto, ein Haus, irgendwas rauskommt. Okay, und wo das bist du gerade? Wir sind bei 19 Euro. Ich habe nur einen 20er. Super, dann können wir doch 19 gegen 20 tauschen, oder? Ja, das können wir machen. Cool. Perfekt. Danke. Super, danke. Super, danke. Cool, danke für den Support. Ciao. So, meine Lieben, wir sind jetzt bei stolzen 20. Euro. Ich bin wirklich überrascht, wie weit wir gekommen sind. Wir werden nicht aufgeben, bevor aus diesen 20 Euro irgendwas Wertvolles, was irgendjemandem wirklich eine große Unterstützung ist, auf jeden Fall. Also bleibt dran. Da sehe ich auch schon jemanden. Mal schauen, ob wir den anquatschen können. Hi, darf ich Sie anquatschen? Nee. Okay. Das war auf jeden Fall nichts. Lene. Wollt ihr jemanden grüßen? Ich grüße meine Familie. Ciao, ciao.